Hallo liebe WeltraumpiratInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Audible-Hörbuchbibliothek befreien könnt. Und zwar ist Audible eine geschlossene Plattform, das heißt, du kannst deine Hörbücher standardmäßig nur in deren App oder in deren Webplayer anhören. Vielleicht möchtest du deine Hörbücher aber auch im MP3-Format oder auch Lossless abspeichern, ohne auf diese App angewiesen zu sein. Dazu eignet sich sehr gut eine Applikation, die sich Libation nennt. Und zwar kannst du die ganz einfach auf der Webseite getlibation.com beziehen. Ich zeige dir hier in diesem Video ganz genau, wie du Libation installieren kannst auf deinem Linux-System. Ich nutze hier wie üblich meine eigene Linux-Distribution Spacefun. Die findest du auf spacefun.ch und kannst sie dort einfach beziehen. Ich gehe also als allererstes mal hier auf getlibation.com und wähle dort den Download-Knopf. Das führt mich dann wiederum auf die GitHub-Release-Page des Projektes und dort finde ich allerlei Assets. Da muss ich mir natürlich das Passende für mich raussuchen. Spacefun basiert, wie ihr vielleicht wisst, auf Debian und daher picke ich mir hier dieses Deb-Paket raus. Das kann ich mir hier einfach herunterladen und dann installieren. Ich zeige euch jetzt, wie man das ganz einfach über die grafische Oberfläche installieren kann. Du kannst es aber auch in der Kommandozeile mit sudo dpkg-i und dann den Paketnamen installieren. Ich klicke es hier also einmal an, dann öffnet sich bei mir unter Spacefun der GDB-Paket-Installer und ich kann ganz einfach hier auf Paket installieren klicken und muss quasi nur noch mein Sudo-Passwort angeben. Im Hintergrund wird jetzt bereits die Installation von Libation hier ausgeführt und danach ist das Programm eigentlich auch schon startklar. Jetzt sagt er mir hier, es wurde erfolgreich installiert. Ich kann das Ganze dann beenden. Ich schließe diesen Dialog und kann jetzt hier im Startmenü Libation suchen. Und da finde ich es bereits schon. Jetzt fragt er mich zu Beginn, ob ich bereits Libation genutzt habe. Ich sage jetzt hier New User. Du hättest hier bereits schon die Möglichkeit, zum Beispiel auch ein Dark Theme zu wählen. Manche von euch bevorzugen eine Dark Theme. Ich behalte hier mal die Light Theme und wir schauen uns das Ganze mal an. Hier würde er mir jetzt eine Tour anbieten. Ich mache das jetzt nicht. Er zeigt dir das Programm über einen Assistenten, all seine Funktionen. Das müssen wir uns jetzt hier gar nicht angucken. Ich sage jetzt hier also in dem Fall No. Als allererstes möchte ich einmal einen Account hinzufügen. Dazu gehe ich hier in den Bereich Settings Account. Und dann kann ich hier in diesem Feld bereits meine Audible E-Mail-Adresse hinterlegen. Und das mache ich jetzt mal. Bei mir wäre das Astronaut. Da kann ich jetzt reinklicken. astronaut@spacefun.ch. Dann empfiehlt es sich hier hinten noch die Local zu wählen. Das wäre jetzt bei mir hier Germany. Ich sage jetzt hier einmal Save und dann würde er mich hier schon nach dem Passwort fragen. Üblicherweise funktioniert das aber beim allerersten Mal nicht, dieses Login. Und dann bietet er hier einen Link an. Und ich empfehle euch auch, den einfach anzuklicken. Und dann sagt er hier ganz genau, was er haben will. Ich sage jetzt hier diese URL, Launch in Browser. Und dann würde er mich hier schon auf das Amazon Login weiterleiten. Dort gebe ich wieder an astronaut@spacefun.ch, klicke hier auf Weiter, gebe jetzt hier mein Passwort ein, sage Weiter, dann müsste ich hier noch den Code eingeben, sage Fortfahren und jetzt kommt eben dieser Fehler. Hier sagt er aber, das ist ganz normal, kein Problem, kopiere mir einfach diese URL hier in dieses Feld hinein und dann bist du eigentlich schon fertig damit. Ich sage jetzt also hier Submit und habe damit meinen Account schon mit Audible verbunden oder mit Amazon in diesem Fall. Jetzt erkennt er hier auch automatisch schon mein Hörbuch, was ich jetzt hier in meinem Audible-Account habe und würde mir jetzt anbieten, dieses Hörbuch zu befreien. Dazu kann ich ganz einfach hier auf diese Ampel klicken. Hier siehst du schon, das Hörbuch ist noch nicht heruntergeladen worden. Ich müsste jetzt also den Download hier noch starten. Standardmäßig würde die Software
das in deinem Home-Verzeichnis speichern. Das kannst du aber auch einstellen in den Settings, das schauen wir uns auch gleich nochmal genau an. Und zwar gibt es hier in deinem Home-Verzeichnis dann einen neuen Ordner Libation und dort findest du dann unter Books nachher die ganzen Bücher. Das ist also wirklich ganz einfach wiederzufinden. Du kannst diesen Speicherort natürlich auch in den Settings, unter Settings und dann nochmal Settings einstellen. Und zwar wird hier der gesamte Pfad auch nochmal ausgegeben. Hier hast du auch noch verschiedene Möglichkeiten und zum Beispiel kannst du hier auch einstellen, ob die Audiodateien standardmäßig in das MP3-Format umgewandelt werden können. Da bietet er dir hier in diesem Bereich auch noch verschiedene Encoder-Optionen an, wo du sagen kannst, wie hoch die Qualität sein kann, sodass es genau zu deinen Ansprüchen passt. Denn normalerweise würde er versuchen, das Hörbuch lossless, also verlustfrei, abzuspeichern, was natürlich auch sehr, sehr, sehr gut ist. Und so hast du die Möglichkeit, deine Hörbuchsammlung ganz einfach zu befreien. Das Programm gibt es übrigens natürlich nicht nur für verschiedene Linux-Plattformen, sondern auch für Windows. Hier kannst du jetzt zum Beispiel auch sagen, Convert to MP3. Denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich sage jetzt mal hier erstmal Clear Finished, Convert to MP3. Und dann würde er hier die Queue neu einstellen und kann jetzt mal schauen, Libation, Books. Und da findet er schon dieses Audiobuch. Und zwar ist das natürlich jetzt erstmal ein Lossless-Format. Da ist jetzt eine Q und eine M4B-Datei drin. Damit kann man sicher schon was anfangen. Aber wenn du es auf einem MP3-Player abspielen möchtest, musst du es halt eben noch umwandeln. Und das macht er jetzt hier auch im Hintergrund für dich. Natürlich könntest du es standardmäßig in den Einstellungen einstellen. Ich habe es aber ganz gerne, dass es im Lossless-Format abgespeichert wird. Dann kann ich ganz normal hier über rechte Maustaste Convert to MP3 diese Datei dann nachher auch in das MP3-Format umwandeln. Und auf diese Art und Weise kannst du deine Audible-Hörbuchbibliothek ganz einfach befreien und dann natürlich auf allen Geräten, die du hast, auch wirklich dann nutzen. Denn es ist dein Hörbuch, du hast es gekauft und ich bin der Meinung, es sollte auch möglich sein, dieses Hörbuch dann überall hören zu können. Natürlich musst du dir bewusst sein, dass du möglicherweise gegen die Richtlinie von Audible verstößt und Audible grundsätzlich das Recht vorbehält, deinen Account zu sperren. Sei dir dessen bewusst, was du dort tust. Wenn du das möchtest oder wenn du das trotzdem in Kauf nehmen möchtest, dann kann ich dir wirklich empfehlen, das zu nutzen, insbesondere wenn du zum Beispiel weggehen willst von Audible, aber all deine Hörbücher noch mitnehmen möchtest. Probiere das aus und gib mir Feedback, einerseits natürlich hier in den Kommentaren, aber auch in unserer Community. Die findest du hier bei uns auf der Webseite unter Space Fun. Klick einfach auf den Bereich Community und dann kannst du entweder diesen QR-Code hier scannen oder auch einfach auf Telegram klicken und dann bist du schon bei uns in der Community dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch und dein Feedback und bis bald. Tschüss!